Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Der 38. Spieltag in der dritten Liga steht an. Dazu gibt es jetzt zum Abschluss der Saison auch nochmal eine Konferenz. Die Spiele unten, in denen geht es für beide Teams um gar nichts mehr. Da ist weder rechnerisch nach oben noch nach unten was möglich. Oben die vier Spiele, vor allem Braunschweig-Cottbus, ein direktes Duell gegen den Abstieg. Bei Jena gegen 1860 geht es für Jena noch um was. Lotte hat noch die Minimalchance, drin zu bleiben gegen Würzburg. Für die Gäste geht es dort um nichts mehr. Fortuna Köln ist schon abgestiegen und Groß Asbach muss gewinnen, um drin zu bleiben. Das sehen wir nämlich hier in der Übersicht, beziehungsweise für Groß Asbach würde auch ein Unentschieden reichen, sollte Jena verlieren. Aber da sollte man nicht grundsätzlich von ausgehen. Wir haben eine kuriose Situation. Auch wenn Groß Asbach unterm Strich steht, haben sie die Chance aus eigener Kraft drin zu bleiben, weil Braunschweig gegen Cottbus im direkten Duell sich eben gegenseitig die Punkte wegnehmen. Es gibt also viele Theorien und für Lotte sieht es am schlechtesten aus. Aber klar ist auch, wenn Groß Asbach gewinnen sollte, sind sie auf jeden Fall drin. Und ja, ansonsten schauen wir während der Prognose immer nochmal genauer drauf. Jetzt geht's aber los in die Konferenz. Viel Spaß! Und damit ein ganz herzliches Hallo zur letzten Konferenz der dritten Liga in der Saison 2018-2019. Wie immer ist es unten auch zum Schluss noch extrem spannend. Viele können sich noch retten, viele können aber auch noch runter. Da ist von Platz 14 bis Platz 18 alles drin. Und wir beginnen hier in Jena, schauen uns die Aufstellung der Gastgeber an. Hier ist 1860 zu Gast. Die Münchner Löwen konnten sich am letzten Wochenende mit einem Sieg gegen Fortuna Köln schon retten. Das war extrem wichtig und sorgte für große Entlastung. Wir schauen jetzt aber erstmal, ja, apropos, nach Köln. Denn hier ist für die SG Sonnenhof Groß Asbach noch einiges drin. Ein Dreier würde sie aus eigener Kraft drin halten. Dann muss man nicht auf andere Plätze schauen. Und das liegt einzig und da allein daran, dass parallel Braunschweig gegen Cottbus aufeinandertreffen und da schauen wir jetzt auch mal hin. Ja, es ist wirklich dramatisch in dieser Partie. Es kann für beide runtergehen, es kann aber auch sein, dass beide am Ende drin bleiben. Also, beziehungsweise es können nicht beide gleichzeitig drunter gehen. Es wird sich zwischen den beiden Mannschaften entscheiden, sollte Jena gewinnen und sollte Sonnenhof Groß Asbach gewinnen, aber da müssen einige Eventualitäten zusammenkommen. Da werden wir im Spielverlauf immer noch wieder drauf eingehen, denn ja, diese Variabilität in der Tabelle lässt sich einfach kaum in sinnvolle Worte fassen. Die Elf von Pele Wollitz hier noch einmal im Überblick. Wir müssen auf den gesperrten Jasula verzichten. Das ist natürlich extrem bitter. Aber dennoch ist das eine schlagkräftige Mannschaft. Schauen wir später wieder drauf. Jetzt geht's nochmal nach Lotte. Die haben ja auch noch Chancen drin zu bleiben. Das ist richtig, aber die beschränken sich eher auf Minimales, denn sie müssen gewinnen, auf jeden Fall. Das ist klar. Dann muss Jena verlieren und Sonnenhof Groß Asbach ebenfalls federn lassen. Das ist kaum zu bewerkstelligen in Anbetracht der Partie letzte Woche gegen Unterhaching bei, ja, auch abstiegsbedrohten Hachingern gingen sie mit 3:0 unter. Dann fehlt auch noch Rahn, rot gesperrt in der Innenverteidigung. Also das ist eine riesige Aufgabe für Lotte. Nochmal an den Betzenberg. Ja, hier ist es eine Partie, in der wohl sehr unterschiedliche Meinungen über den Tabellenstand herrschen. Lautern ist Platz 9, damit sind sie absolut unzufrieden. Der SV Meppen ist Platz 12 und ist damit wohl extrem glücklich. Spielt eine richtig starke Rückrunde. Jetzt soll es hier zum Abschluss der Saison nochmal einen Dreier geben. Wir sind gespannt drauf, schauen jetzt aber erstmal zum Spitzenreiter. Der VfL Osnabrück begrüßt die Spielvereinigung Unterhaching. Unten rechts sehen wir einmal das Kontrastprogramm, denn da ist der Tabellenletzte aus VfR Aalen in Bedrängnis gebracht worden von den Rostockern. Da sind wir natürlich auch gespannt drauf, aber der Fokus liegt klar auf den Abstiegskampf. Da befindet sich Aalen eben nicht mehr drin und ja, Unterhaching seit dem letzten Spieltag auch nicht mehr. Wir schauen nochmal nach Karlsruhe und dann kann es auch losgehen. Das hätte hier ein Aufstiegsendspiel werden können. Karlsruhe gegen den Halleschen FC, unten auch noch Zwickau gegen Münster, da geht es auch um nichts mehr.
zu sehen. Für den KSC hat es aber am letzten Wochenende schon geklappt mit einer überzeugenden Tore-Show gegen Münster. 4:1 gegen auch durchaus stark aufgelegte Preußen machten sie den verdienten Aufstieg klar hinter dem VfL Osnabrück. In Duisburg in der Schau-ins-Land-Reisen-Arena spielt der KFC gegen den SVW in Wiesbaden. Die Wiesbadener konnten Osnabrück schlagen am letzten Wochenende, haben dadurch auch die Relegation klar gemacht. Da wird sich ja am Sonntag noch entscheiden, gegen wen sie dann antreten müssen. Sandhausen oder Ingolstadt, die beiden Teams, die dort noch in der Verlosung sind. Der Hallische FC spielt trotzdem eine richtig gute Saison, aber es wäre gefühlt auch noch etwas mehr drin gewesen. Zuletzt schwächelten sie etwas, auch wenn sie jetzt wieder 1:0 gegen Braunschweig gewinnen konnten. Das kam dann zu spät, da waren sie schon zu weit abgehängt worden. Wir beginnen die Konferenz hier im Wildparkstadion, das ja deutliche Veränderungen nimmt. Aktuell Tribünen werden umgebaut, aber es ist Zweitliga-tauglich. Zumindest dürfen sie hier in der zweiten Liga antreten und das ist ein wirklich gutes und extrem entlastendes Zeichen für die Karlsruher. In den blauen Trikots von links nach rechts im ersten Durchgang, dagegen der Hallische FC in den roten Trikots mit den weißen Hosen von rechts nach links. Es wird hoffentlich eine torreiche Partie, denn für beide geht es ja eben nur noch einmal darum, sich zu präsentieren. Vierte Spielminute, erster Flankenversuch. Ordentlich gut Tor in Osnabrück. Dieses Stadion und das erste Tor in der Konferenz nehmen wir sofort mit ab nach Osnabrück. Die Gastgeber führen und es hat gerade mal 120 Sekunden gedauert. 1:0 für den VfL Osnabrück. Nach einem Eckstoß von der linken Seite, der gefährlich reingetreten wurde auf den ersten Pfosten. Da wird dann relativ einfach der Weg aufgemacht zwischen Schwabel und Königshofer. Und somit steht es ganz früh in der Partie Führung für den VfL. Torschütze in diesem Fall Benjamin Goertz. Hier sehen wir ihn einmal in der Detailaufnahme. Und Haching kann glücklich sein, dass sie schon geschafft haben, hier ein Abstiegsendspiel zu haben beim Spitzenreiter. Das ist auch nicht das, was man sich wünscht. Und somit das 3:0 gegen Lotte am letzten Wochenende extrem wichtig. Sie versuchen es jetzt auch nach vorne zu spielen, Marseille aber mit dem zu weiten Ball. Wir schauen dahin, wo es dramatischer ist, ab nach Jena. Der FC Carl Zeiss Jena empfängt hier die Münchner Löwen und spielt von Beginn an aber gut nach vorne. Über die linke Seite mit Fasnacht, der zieht in den Strafraum rein, legt aber nochmal zurück. Der TSV steht sehr tief im eigenen 16er und dann der Abschluss von Kübler aus der zweiten Tor in Reihe. Tor Duisburg. Ja, das schauen wir uns hier noch einmal kurz an und dann gehen wir schon weiter nach Duisburg. Eins zu null für den KFC, neunte Spielminute. Conor Krempitzky mit dem 1:0 für eben die Gastgeber. Extrem wichtig für Heiko Vogel, der möchte jetzt siegreich von dannen ziehen. Hatte ja gegen Cottbus zuletzt zu Hause nicht geklappt, dann in Rostock nur ein 1:1. Schönes Tor mit rechts, oben rechts rein. Da gibt es nicht viel zu halten für Kolke. Wen Wiesbaden möchte, die Generalprobe aber vorm Relegationsspiel natürlich nicht versauen. Wir schauen später nochmal drauf, jetzt erstmal nach Lotte. Die Minimalchance möchten die Sportfreunde unbedingt nutzen. Dazu müssen sie aber selber erstmal gewinnen. Und da ist schon der Treffer. Das sieht doch gut aus. Und damit auch Druck auf die Kontrahenten. Neunte Spielminute. Gerrit Wehkamp köpft das Ding ein. Tor in Aalen. Kurzweg grätscht eigentlich rein. Hätte den Ball da schon sicher gehabt. Und dann geht Wehkamp den guten Laufweg auf den ersten Pfosten. Hält den Schädel rein. Und Verstappen kann nicht mehr reagieren. Ich glaube, in Aalen ist noch ein Tor gefallen. Da schauen wir jetzt natürlich hin. Aber das hier ist schon mal ein Ausrufezeichen der Sportfreunde. Druck auf Jena und Groß Asbach ist jetzt da.
1:0 für die Gäste. Der FC Hansa Rostock will sich hier positiv von seinen viel und freudig mitgereisten Fans verabschieden. Und so starten sie hier perfekt in die Partie. Flacher linker Schuss von Vanenvetsch. Ja, einfach gut gemacht. Und der VfR Aalen ist in seiner Moral vielleicht schon gebrochen. Hier geht es aber um nichts mehr und deswegen schauen wir schnell nach Braunschweig. Man möchte sich hier mit einem Sieg auf jeden Fall retten und dazu haben beide Teams die Chance. Für Braunschweig sieht es besser aus, mit diesem Unentschieden würden sie über Cottbus stehen und dann auch auf jeden Fall drin bleiben jetzt. Manuel Janzer mit dem Kopfball. Aftos Bahic hält ihn aber fest, die Braunschweiger sind besser drin. Cottbus also bestenfalls darauf eingestellt zu gewinnen, um sich nicht auf andere Teams verlassen zu müssen. Philipp Hofmann zu Fürstner. Schön und schnell gespielt und jetzt ist der Treffer da. 13. Spielminute, Manuel Janzer mit dem 1:0. Tor in Duisburg. Tor in Duisburg gehen wir natürlich gleich hin, aber schauen hier nochmal in der Wiederholung drauf. Das ist ja unfassbar wichtig. Die Braunschweiger wirklich miserabel in die Saison gestartet. Und jetzt sehen wir hier so ansehnlichen One-Touch-Fußball bis in die Spitze, bis zu Manuel Janzer, der dann vor Bahic eiskalt bleibt. Hatte eben seine Chance, jetzt macht er sie. Und dann schauen wir nach Duisburg. Nehmen hier das 2:0 mit. Wieder Connor Krempitzky, stark gemacht. Fast eine Kopie des ersten Treffers mit dem rechten Fuß oben rechts rein. Wieder Kolke ohne Chance. Aber die Treffer hier nehmen wir einfach zur Kenntnis. Es geht ja einfach um nichts mehr. Jetzt nach Köln. Gute Chance gerade für Fortuna Köln, Groß Asbach endgültig runterzuschicken. Und das würde den Sportfreunden aus Lotte gut gefallen. Da müssten sie hoffen, dass Jena auch noch verliert zu Hause gegen 1860, steht dort ja noch 0:0. Jetzt wieder Fortuna Köln. Hartmann zu Schau. Peli waren aber erstmal dazwischen. Fortuna Köln hatte die Möglichkeit, sich gegen 1860 zu retten. Verlor dann aber. 45 Minuten spielten sie da in Unterzahl und das war dann der Genickstoß, Genickschuss. Und jetzt, ja, schauen wir nach Aalen. 0:2 nach gerade mal 14 Minuten und die Fans werden, die da sind, richtig ungeduldig. Zumindest die, die es mit dem VfR halten. Mirnes Pepic lässt sich da mit viel Freiräumen nicht zweimal bitten. Hämmert den Ball unten links rein. Für Bernhard ist nicht zu halten. Und das ist extrem schmerzhaft für den VfR. Die gehen hier jetzt schon wirklich ziemlich baden. 0:2, nicht mal eine Viertelstunde gespielt. Mirnes Pepic kann sich freuen, das war wirklich gut gemacht. Und das ist auch hochverdient jetzt schon mit der 2-Tore-Führung. Die Aalner in Schwarz-Weiß komplett überfordert und dann solche Verzweiflungsbälle in die Spitze, die nie jemanden erreichen könnten. Tor in Zwickau! Es steht seit Wochen fest, dass der VfR Aalen runtergehen muss und man weiß jetzt auch wieso. Und jetzt gucken wir nach Zwickau. Zwickau. 1:0 für die Gäste. Der SC Preußen Münster haut das Ding rein. Rufat Dadaschow mit dem Treffer in der 17. Spielminute. Gut weitergeleitet und dann steht Brinkies etwas zu weit vor seinem Kasten. Dadaschow mit dem linken Fuß. Den trifft er auch sehr gut. Ist noch leicht angeschnippelt und dann kriegt Brinkies nicht mehr rechtzeitig die Hand zum Ball hochgerissen. Zwickau ja auch schon etwas länger gerettet. Preußen Münster auf Platz 7 direkt davor. Also 0:1 hier in Zwickau. Wir melden uns, wenn was passiert. Jetzt aber wieder ins Südstadion nach Köln. Groß Asbach gerät hier immer wieder unter Druck und könnte sich kaum entlasten. Die Nervosität ist zu spüren, aber sie brauchen ja nur einen Treffer, um sich in der Klasse zu halten. Jetzt kommen sie über die linke Seite mit Markana Baku. Der hat richtig gut gegen Zwickau gespielt beim 5:2.
Das war jetzt aber eher mittelmäßig und jetzt der Konter für Fortuna Köln. Die kämpfen hier auf jeden Fall und haben auch die Chancen. Eberwein, Brandenburger und wieder Eberwein und das der Treffer von Gakumol. 22. Spielminute, Groß-Asbach schlittert in die Regionalliga. Schönes Tor, auf jeden Fall von Anatole Ngakumol, aber das geht zu einfach. Da kann sich Breuth strecken, wie er möchte, kommt nicht mehr ran. Das ist jetzt eine Steilvorlage für die Konkurrenz nach 22 Minuten. Apropos Konkurrenz, die gucken wir uns an und zwar in Jena. Gab gerade eine herausragende Chance für den FC Karlsruhe, aber der wurde, ja, der Schuss wurde nicht wirklich gefährlich nach 21 Spielminuten. 1860 München spielt hier durchaus mit, aber man merkt auch, dass da einiges an Entlastung vorübergegangen ist nach dem letzten Wochenende, nach dem 3:2 gegen Fortuna Köln. Und der FC Karlsruhe Jena muss liefern, weil Lotte führt. Und sollte Jena jetzt einen Treffer kassieren, ist alles vorbei. Dann haben sie auch das schlechtere Torverhältnis. Und da kommt 1860 über Wein zum Abschluss. 24. Minute, aber nicht wirklich gefährlich. Aber dennoch, Karlsruhe Jena muss hier zwischen Offensive und Defensive gut kompensieren. Das gelingt bislang noch nicht so gut, aber die Beine, sie zittern. Das merkt man wirklich bei einigen. Und jetzt schon wieder dieser Fehler bei der Ballannahme. Möglichkeit für 1860 zum Gegenstoß, aber Jena steht jetzt auch kompakt in der Defensive und möchte nichts zulassen. Das 0:0 stand. Jetzt würde es ja noch reichen, weil Groß-Asbach auch zurückliegt. Und da ist die Möglichkeit. Fasnacht kann aber klären. Wir melden uns erstmal wieder, wenn Tor fällt. Steht ja noch 0:0, jetzt aber mal ins Wildparkstadion. Ist eine gute Partie, der eigentlich nur noch die Treffer fehlen. Der KSC gegen den Halleschen FC mit vielen Möglichkeiten. Nächste Chance zum Kontern. Wanicek auf Marvin Pourier. Der ist eigentlich eiskalt und bleibt es. Auch hier, 30. Spielminute, 1:0 für den KSC. Pourier mit riesigem Anteil daran, dass der KSC aufsteigt. Und das jetzt schon das 63. Saisontor für den Sportclub aus Karlsruhe. Damit die zweitbeste Offensive Tor in Braunschweig nach Wiesbaden. Und jetzt ein Treffer in Braunschweig. Der ist extrem wichtig für die, ja, Abstiegssituation. Und deswegen wollen wir jetzt kurz hier Marvin Pourier sich noch kurz feiern lassen sehen. Und dann ab in den Norden nach Braunschweig. Aktuell sieht es für Energie Cottbus schlecht aus, den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen. Denn Braunschweig lässt hier aktuell nach hinten gar nichts anbrennen. Auch hier eine halbe Stunde gespielt. Philipp Hofmann völlig frei am 5-Meter-Raum. Lestan Spahic keine Chance mit diesem guten Linksschuss. Setzt er direkt unters Dach und die Aufgabe für Cottbus könnte jetzt nochmal richtig brenzlig werden. Jena hat noch das schlechtere Torverhältnis, ist aber punktgleich und man profitiert davon, dass Groß-Asbach zurückliegt gegen Fortuna Köln. Aber ob man sich darauf verlassen sollte, sei mal dahingestellt. Cottbus muss jetzt auf jeden Fall liefern. Nach vorne ist das bislang eindeutig zu wenig gewesen. Tor in Karlsruhe. Und dann geben wir wieder zurück nach Karlsruhe.
Der Ausgleich. Gerade erst das 1:0 durch Marvin Poirier, jetzt Bentley Baxter-Barn zum 1:1 in der 33. Spielminute. Keine 180 Sekunden hat es gedauert. Gutes Zusammenspiel hier, dann wird kurz vor dem 16er einmal auf den Ball getreten. Bentley Baxter-Barn schlänzt den da mit dem rechten Fuß schön rein ins rechte Eck. Da kann sich Uphoff strecken, wie er möchte. Er erreicht den Ball, aber nie mehr im Leben. Der ist aus dieser Distanz einfach zu platziert geschossen. Und nochmal ein versöhnliches Ende vielleicht für den Halleschen FC zum Saisonabschluss, auch wenn es eben mit dem Aufstieg auf keinen Fall mehr was werden kann. Dennoch ist es hier nach wie vor eine sehr unterhaltsame Partie. Und jetzt gucken wir nach Köln, da ist es ja deutlich dramatischer. Der Ausgleich. Makana Baku mit dem 1:1 in der 37. Spielminute. Und jetzt fängt man in Jena und in Cottbus wieder an zu zittern. Erst der Kopfball an die Latte, aber Makana Baku setzt nach. Und haut den Ball dann mit allem, was er hat, rein. An Renen vorbei, der ist ohne Chance. Da merkt man, wer noch heiß drauf ist, hier alles reinzuhauen. Auch wenn Fortuna Köln nach vorne gut gespielt hat, jetzt in der Defensive wurden sie etwas fahrlässig. Und Makana Baku macht hier erstmal einen ganz wichtigen Treffer. Trotzdem wären sie Stand jetzt abgestiegen, weil Carl Zeiss Jena eben auch noch einen Punkt besitzt. Und Cottbus Kaiserslautern einen Punkt mehr hat. Jetzt schauen wir gleich mal nach Kaiserslautern, gucken noch, ob hier was draus wird. Nee, gibt Eckstoß, wenn daraus was entsteht, melden wir uns wieder. Jetzt erstmal ins Fritz-Walter-Stadion, da ist ja der SV Meppen zu Gast. Und dieser SV Meppen geht auch in Führung. Es Tor in Duisburg. Ist einfach eine mittelmäßige Saison der Roten Teufel. Mal gewinnen sie bravourös mit 4:0 gegen Unterhaching und dann gibt es wieder relativ motivationsloses Gekicke beim 2:0 in Würzburg und jetzt liegen sie auch hier wieder zurück. Schauen wir noch einmal drauf in der Wiederholung. Grill ohne Chance und dann gehen wir nach Duisburg. Wien Wiesbaden ist wieder da und möchte sich wirklich die Generalprobe nicht versauen. Super Tor von Maximilian Dittgen, wenn ich mich nicht täusche, wuchtet den Ball dort oben rein, da ist dann gar nichts mehr zu halten. Und so ein Treffer ist ja schon mal extrem gut fürs Selbstbewusstsein und dennoch möchte man hier gerne einen Punkt zumindest mitnehmen aus der Schau ins Land Reisen Arena beim KFC Uerding, der durch zwei schnelle Treffer von Connor Krempitzky die doppelte Führung eben herausschießen konnte. Ist eine schöne, unterhaltsame Partie. So viel geht auch wieder nicht, aber drei Tore ist eine extrem stattliche Sache. Und jetzt kommen schon wieder die Wiesbadener. Patrick Schönfeld mit dem Schuss in der 42. Minute. Und dann wollen wir zurückgeben nach Karlsruhe. Genau, denn hier passiert nichts. Die Gäste drehen die Partie und zwar in Person von Bentley Baxter-Barn. Doppelpack der Nummer 7, der Hallenser. Wir sind hier noch ein bisschen später dran. In einigen Stadien ist schon Pause. Erst eine starke Parade von Uphoff, aber dann Rosbach mit diesem Fehler. Barn setzt nach, setzt den Kopfball druckvoll in Richtung des Gehäuses und Uphoff will sich nochmal strecken, macht das auch, hämmert sich oder haut sich den Ball dann mit der Hand in Fläche selber ins Netz hinein. Sehr unglückliche Situation, aber dem KSC dürfte es relativ egal sein. Klar möchte man sich hier nochmal gut präsentieren, aber letztendlich würde man auch gegen starke Hallenser einen Punktverlust
akzeptieren. Trotzdem, man versucht jetzt direkt nochmal nach vorne zu spielen. In den anderen Stadien ist Pause. Schauen wir drauf, ob wir noch das 2:2 vor der Pause sehen. Das ist ein guter Ball von Fink, aber nicht gut genug. Und Kai Eisele passt auf und haut den Ball nach vorne. Hier ist jetzt auch Pause, also 10 Plätze in der dritten Liga bespielt. 10-mal haben wir den Abpfiff der ersten Halbzeit gesehen. Einige Tore schon gefallen. Jetzt gucken wir in der Halbzeit einmal kurz drauf, was das Ganze für die Tabelle bedeutet. Ja, hier geht es eben nur noch um die goldene Ananas und um das Repräsentieren der eigenen Farben. Ja, müssen wir mal nach unten schauen. Braunschweig jetzt ganz sicher gerettet. Der FC Energie Cottbus muss hoffen, dass Groß Asbach nicht noch einen Treffer erzielt und eben auch, dass Carl Zeiss Jena nicht gewinnt gegen den TSV 1860 München. Lotte muss indes hoffen, dass Fortuna Köln noch gegen Groß Asbach gewinnt, dass Jena verliert, aber das ist wirklich schwierig. Das muss ja eine Begebenheit sein, wie es der Fußballgott dann so haben möchte. Ansonsten ist es extrem unrealistisch. Die müssen beide noch patzen, Jena und Groß Asbach eben. Aber ich will gar nicht lange rumlabern. Wenn es euch gefällt, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich jetzt weiterhin viel Spaß bei der Konferenz. Weiter geht's mit der zweiten Halbzeit. Schaut noch einmal kurz auf die Tabelle, wo euer Verein vielleicht steht, was noch alles möglich ist. Und dann geht's gleich weiter. Zurück in der Konferenz und wir schauen auf den Treffer von Gerrit Wegkamp für die Sportfreunde Lotte aus der Frühphase der Partie. Da war die Hoffnung noch extrem groß. Zwischenzeitlich ging dann ja sogar Groß Asbach in Rückstand. Das war dann noch besser für die Gastgeber. Aber mittlerweile ist es ja ein Dreier, der zu nichts führt. Würzburg schlägt sich nicht sonderlich gut, trudelt diese Saison hier so ein bisschen aus. Man hatte ja ein Stück weit Hoffnungen, oben angreifen zu können, aber dafür waren sie einfach zu unkonstant in der Saison. Awassi heute für Rahn aufgeboten. Macht da hinten einen ganz guten Job mit Adam Straight. Und so steht's dann noch nach 49 Minuten 1:0 für Lotte. Sie müssten extrem hoch gewinnen, dann würde auch das Unentschieden von Groß Asbach ihnen reichen und eine Niederlage von Jena, aber das ist einfach kaum darstellbar, kaum vorstellbar. Das müssen wirklich Tor in Aalen, knapp 10 Tore sein. So, Tor in Aalen, der erste Treffer in der zweiten Hälfte, den wollen wir natürlich sofort begutachten. Und wieder für die Gäste, Vaninvec mit dem Doppelpack in der 52. Spielminute wird Aalen in seine Einzelteile zerlegt. Schöne Flanke von der rechten Seite von Aalschwede. Vaninvec steigt am zweiten Pfosten am höchsten. Sah, der verletzungsbedingt fehlt. Fehlt auch hier optisch ganz deutlich. Fennell kommt nicht mehr rechtzeitig ran. Bernhard kommt auch nicht mehr ausreichend an den Ball. Und so steht es nach 52 Minuten bereits 0:3. Und jetzt müssen die Aalener wirklich aufpassen, nicht hier noch komplett unterzugehen. Für ein Jahr gibt es hier zumindest erstmal kein Drittliga-Fußball. Jetzt versuchen sie es zumindest nach vorne über Sliskovic. Der verliert aber den Ball an Amaury Bischoff. Und dann geht es wieder über Vaninvec, Donker und Pepic in die andere Richtung. Vaninvec zu Pepic. Breyer bekommt den Ball, spielt ihn wieder zurück zu Pepic. Ein schönes Passspiel. Allen kommt nicht dazwischen. Allen kommt überhaupt nicht dazwischen und kassiert jetzt schon das vierte Gegentor. Das ist ja unglaublich. Pepic geht einfach mal durch, spielt ein paar Doppelpässe, steht dann völlig frei vor Bernhard. Eine nette Körpertäuschung und so steht es hier dann 0:4. Also, dass hier alles entschieden ist, ist ja schon spätestens seit dem 3:0 klar gewesen. Das setzt dem Ganzen jetzt nochmal die Krone auf. Für beide Teams geht es auch eben jetzt um nichts mehr. Rostock will bestimmt nochmal einen nachlegen. Wir melden uns, wenn Tor fällt, jetzt erstmal nach Jena. Da wird es ja noch eventuell dramatisch. Das könnte es wirklich werden für den FC Carl Zeiss. Stand jetzt wäre man noch gerettet, aber das kann auch nur
eine Entscheidung von ja, eben einem Tor sein, das hier die Hoffnungen über den Haufen wirft. Das 0:0 reicht aktuell, weil Groß Asbach gegen Fortuna Köln auch nicht in Führung liegt. Sie möchten es aber aus eigener Kraft schaffen. Dazu müssten sie einfach gewinnen. Und so einfach, wie sich das anhört, ist es eigentlich nicht. Da kommen sie jetzt in der 60. Minute. Wolfram mit der Flanke, Lorenz dazwischen. Nochmal Wolfram in die Mitte. Was ist das für ein Tor? Sören Eismann mit dem 1:0 für den FC Carl Zeiss Jena. Und das wäre Stand jetzt die sichere Rettung. Unabhängig davon, was auf den anderen Plätzen passiert. Erst die Flanke hier abgewehrt. Dann nochmal zurück der Ball zu Sören Eismann, der stößt aus dem Rückraum rein und nimmt den Ball dann perfekt mit dem rechten Spann leicht über den Außenriss, lässt er ihn rutschen und dann schlägt er ein, oben Tor in Osnabrück. Rechts. Sören Eismann hält Jena aktuell in der Liga und jetzt wieder nach Osnabrück. Gucken wir kurz auf den Ausgleich der Hachinger. Da hat es Stefan Schimmer gemacht nach Torflaute. Zuletzt gegen Lotte wieder erfolgreich gewesen. Jetzt macht er in der 61. hier eben den Treffer, der erstmal zu einem Punkt reichen würde. Ist da etwas abgezockt, läuft richtig ein. Blacher kommt da nicht mehr hinterher. Hält die rechte Hinseite hin. Nicht zu halten für Kühn. So steht es hier jetzt 1:1, aber es steht ja 1:0 in Jena und das baut den Druck auf Groß Asbach nochmal gehörig auf. Groß Asbach müht sich, aber ist bislang zu glücklos. Jetzt über eine Gegenstoßaktion vielleicht mal gefährlich. Witzdum steckt gut durch zu Janjic, Slatko Janjic. Die Kölner gehen nicht richtig drauf, da ist das Tor! 63. Minute. Die erste konstruktive Angriffssituation der Asbacher im zweiten Durchgang führt zum Führungstreffer. Und würde Stand jetzt sogar Cottbus in die dritte Liga schießen. Unglaublich, der Routinier Slatko Janjic mit dem Führungstreffer für die Gäste. Fortuna Köln überfordert. Da fehlt dann vielleicht auch die Motivation hinterherzugehen. Groß Asbach dreht diese Partie und in Cottbus rutscht jetzt den Fans Turn Kaiserslautern das Herz in die Hose, beziehungsweise in Braunschweig, da sind die Cottbusser ja zu Gast. Wir geben einmal kurz nach Kaiserslautern. Der Ausgleichstreffer, das vielleicht dann doch versöhnliche Ende für die Roten Teufel. Man mag sich noch nicht festlegen. Elfmeter in Jena. Eine offene, spannende Partie. 1:1 steht sie jetzt bei wirklichem Fritz-Walter-Wetter. Und jetzt ein Elfmeter in Jena. Kann da der FC Carl Zeiss jetzt schon alles klar machen oder wird es jetzt wirklich dramatisch? Es könnte jetzt wirklich dramatisch werden. Elfmeter für den TSV 1860 München und die Chance, Jena in die Regionalliga zu schießen. Wein mit dem Abschluss wird gelegt. Und die Chance zum 1:1. Koppens haut natürlich alles rein. Joe Koppens gegen Steinhardt. Steinhardt verschießt. Das ist nochmal eine neue Wendung in dieser Partie. Rettet dieser Pfostenschuss den FC Carl Zeiss Jena vor dem Abstieg in die Regionalliga. Wir schauen noch einmal auf den Treffer und gucken jetzt nach Braunschweig. Muss sich Cottbus wirklich hier auf die anderen Teams verlassen oder schaffen sie es noch aus eigener Kraft? Das aus eigener Kraft zu schaffen, zweifle ich hier stark an. Denn dafür sind sie zu unsicher nervös, sie sehen es. Da schlägt sich Bohl die Hände über dem Kopf zusammen, weil er weiß, was gerade auf dem Spiel steht. Die sind hier natürlich auch informiert, was parallel so abgeht. Und eben durch die Führung von Jena und von Groß Asbach unter dem Rückstand hier wäre Cottbus wieder in der Regionalliga. Nach nur einem Jahr in der
Dritten. Fitzner setzt sich hier gut durch. Kruse gerade eingewechselt, aber erstmal dazwischen. Und es ist jetzt für Cottbus eigentlich wirklich fast egal, wie es hier ausgeht. Man möchte sich das Torverhältnis natürlich nicht komplett verhageln. Aber ich gehe nicht davon aus, dass Braunschweig hier noch vier Dinger nachlegt. Die sind zufrieden, dass sie hier führen, denn das ist der klare und sichere Erhalt dieser Klasse. Und das ist das Tor in Osnabrück gewesen. Jetzt nochmal ein Schuss von Hofmann, gar nicht schlecht. In der 74. Minute in Osnabrück ist ein Tor gefallen. Wir gucken noch einmal auf die Chance und dann ja nochmal schnell nach Osnabrück. Wieder die Führung für die Gastgeber. Doppelpack Benjamin Gürt. Von rechts schön reingespielt, auf die Grundlinie gelaufen. Gürt steht dann im 16er auch relativ frei. Setzt den Ball oben rein. Und so steht's ja nach 73 Minuten 2:1. Doppelpack Gürt, wie bereits angesprochen. Wird sich der VfL Osnabrück nochmal mit einem Dreier verabschieden hier gegen Unterhaching. Den Hachingern dürfte es Schnurzpiepe sein, denn die haben den Klassenerhalt ja, wie schon mehrfach erwähnt, einfach bereits geschafft. Und da geht dann auch nicht mehr viel. Jetzt können sie aber eben auch befreit aufspielen. Blacher mit dem Fehler und Hufnagel nutzt das aus. 2:2. Eine tolle Partie und das dürfen die Osnabrücker jetzt auch verkraften können. Auch wenn es ärgerlich ist, was Blacher da macht. Hat den Ball eigentlich sicher, muss ihn nur auf die Tribüne jagen oder selber einfach unter Kontrolle bringen. Hufnagel weiß das auszunutzen und setzt das Ding dann unter das Dach. Aber bevor wir zur dramatischen Schlussphase in den Abstiegskampf gehen, wollen wir nochmal nach Karlsruhe schauen beim zweiten Aufsteiger neben dem VfL Osnabrück. Karlsruhe ist nochmal dran und möchte ebenso wie der VfL Osnabrück 2:2 erstmal auf der Anzeigentafel haben. Der Hallesche FC spielt das ganz sicher über Haya, dann nach vorne raus, Tuma, Pascal Sohm und dann Brian Manu mit dem Fehlpass. Der KSC ist hier wirklich dran, muss natürlich auch aufpassen, nicht das dritte zu kassieren, aber es ist ja jetzt wirklich egal, ob es ein 1:3 wird oder beim 1:2 bleibt, so kann man dann auch alles riskieren. Etwas mehr als 10 Minuten noch auf der Uhr. Wir nehmen noch einmal hier den Wechsel mit. Marin Zwerko kommt für Damian Rosbach. Der sah beim 1:2 von Bentley Baxterbahn nicht so richtig glücklich aus, aber hat trotzdem alles in allem eine richtig überragende Saison gespielt. Viel Mittelfeldgeplänke hier. Kurz vorm 16er wird es dann meistens abgestoppt, was die Angriffsbemühungen angehen. Und dann wollen wir gleich nochmal Tor in Jena! Anderes Stadion schauen. Und das Tor in Jena ist natürlich passend. Ein guter Anlass, um mal rüber zu gehen. Und würde 1860 jetzt treffen, dann wäre Jena weg. Es sieht ganz danach aus. 82. Spielminute, Sascha Mölders rettet den FC Energie Cottbus und haut Jena, den Fans, an der Körpersprache abzulesen, in die vierte Liga. Starker Ball, schöne Drehung, den nimmt er dann einmal mit dem linken Fuß, dreht sich zum Tor und haut ihn oben links rein. Wir wollen gleich einmal auf die Tabelle schauen. Der FC Carl Zeiss Jena braucht jetzt einen Treffer. Groß Asbach wäre gerettet. Cottbus wäre gerettet. Da sehen wir es. Braunschweig sogar auf Platz 13. Jena wäre abgestiegen. Lotte auch, aber das war ja schon sowieso fast von Beginn dieser Konferenz an klar. Auch das 1:0 durch Wehkamp machte nur mal kurze Hoffnung. Und der FC Carl Zeiss Jena kommt jetzt aber nochmal. Muss er auch. Schenkur kommt aber nicht mehr ran. Hiller ist dazwischen. Wir geben nochmal nach Braunschweig. Wie ist es da angekommen?
Braunschweig hat es sehr nüchtern aufgefasst und für den FC Energie Cottbus war das erstmal eine Erlösung. Ja, schon so unglaublich knapp vor einigen Jahren zu Hause gegen den ersten FSV Mainz 05 2 runtergegangen. Trotzdem, so ein Drama möchten sie sich nochmal bestenfalls ersparen. Braunschweig wird hier aber nichts mehr anbrennen lassen, die Zeit über die Linie laufen lassen. Und vermutlich werden dann beide Teams hier den Klassenerhalt feiern können, weil Jena eben noch den Treffer kassiert hat durch 1860 München. Trotz eines verschossenen Elfmeters kann Jena den Sieg nicht über die Zeit bringen. Jetzt nochmal nach Karlsruhe in den Wildpark, da ist noch das vierte Tor gefallen. Der Ausgleich? Ganz genau, der KSC bemüht sich und hat sich dann auch dieses 2:2 noch verdient in der Schlussminute. Schauen wir nochmal kurz drauf, es wird dann wohl auch eine der letzten Aktionen gewesen sein. Dann gibt es hier noch eine Aufstiegsfeier, ist ja auch klar. Das haben sie sich verdient nach einer überragenden Saison und da zählt dieses 2:2 jetzt auch nochmal dazu. Marvin Wanicek mit dem Ausgleich. Dramatisch ist es aber anderswo. Unter anderem hier in Lotte. Es wird für die Sportfreunde nicht reichen. Auch wenn sie wirklich alles dafür getan haben. Sie gewinnen und werden trotzdem runtergehen. Das ist tragisch, das ist bitter. Aber das 3:0 gegen Unterhaching war einfach der Todesstoß, der sie in die Regionalliga spült oder spülen wird. Gibt noch 2 Minuten oben. Tor in Jena! Das plänkelt jetzt aber vorbei oder vorüber. Tor in Jena und das könnte jetzt nochmal, ich will nicht sagen episch werden, aber das ist eventuell eine monumentale Entscheidung. In Groß Asbach in Köln ist Schluss. Es ist monumental, was hier passiert. Der FC Carl Zeiss Jena rettet sich in der 4. Minute der Nachspielzeit. Es ist unglaublich. Nochmal ein Eckstoß. Joe Coppens mit vorne. Und aus dem Getümmel am zweiten Pfosten Dennis Lamar bringt den Ball über die Linie. Und was bedeutet das? Wir sehen es. Cottbus runter. Groß Asbach hat ja gewonnen in Köln. Und wirklich in der 4. Minute der Nachspielzeit rettet sich der FC Carl Zeiss Jena. Es ist nicht zu glauben. Oder kommt 1860 nochmal? Nein! Unglaublich! Der FC Carl Zeiss Jena mit dem Lucky, Lucky, Lucky Punch. In allerletzter Sekunde. Und die wissen gar nicht, wie sie sich freuen sollen. Da fällt erstmal eine Menge von den Schultern. Erleichterung ist da. 1860 ist natürlich enttäuscht, aber die können damit leben. Die sind schon gerettet. Was für ein Drama in Jena. Und wir wollen nach Braunschweig schauen. Da können die einen feiern und die anderen trauern. Die Cottbusser sind niedergeschlagen. Teilweise liegen sie am Boden, teilweise verschwinden sie in den Katakomben. Glückwunsch aber nach Braunschweig. Nach ja, miserablem Start haben sie sich doch noch gerettet. Das war's aus der Konferenz. Bleiben sie am Ball. Ja, und dann schauen wir einmal nochmal gemeinsam auf die Tabelle, wie das oben aussieht. Das ja, habt ihr vorher schon gewusst, Rostock und Münster sind nochmal ein bisschen nach oben gerutscht, aber unten ist es eben extrem dramatisch. Durch den Treffer jetzt von Dennis Lamar in der allerletzten Minute konnte sich Carl Zeiss Jena noch an Groß Asbach und Cottbus vorbeischieben und den FC Energie in die Regionalliga schießen. Mich würde auf jeden Fall interessieren, was ihr glaubt. Wie endet diese Saison in der 3. Liga? Das ist ja wirklich fantastisch, dass es da bis zum Ende noch wirklich alles möglich ist. Ich bin gespannt drauf, wer sich retten wird, wer absteigt. Für alles ist es natürlich schade, aber für die, die dann drin bleiben, ist es umso schöner. Das ist die Tabelle im Überblick.
Und dann soll es das aus der Konferenz, wie gesagt, gewesen sein. Wir schauen jetzt noch gemeinsam auf alle Tore der Konferenz im Schnelldurchlauf und dann soll es das gewesen sein. Wobei, nein, später gucken wir auch noch auf die Tabelle aller 38 Prognosenspieltage. Was dabei rausgekommen ist, wie gut die ist, das sehen wir dann gleich. Aber jetzt erstmal zu den einzelnen Spielen mit den einzelnen Toren, aber wie gesagt, nur die Tore, keine Zusammenfassungen. KSC gegen den Halleschen FC, da war es Marvin Poirier in der 30. Minute, der das 1:0 für die Gastgeber erzielen konnte, ließ sich da vor Kai Eisele nicht beirren und hämmerte den Ball raus. Bentley Baxter-Wahn konnte dann in der 33. Minute ausgleichen für die Gäste aus Halle, die ja nicht mehr aufsteigen können. Mit einem schönen Schlenzer aus knapp 12 Metern, einem angedrehten Schuss und einem Kopfball in der 44. drehte Bahn auch diese Partie. Rosbach mit dem fehlerhaften Kopfball in die Mitte geklärt. Das, was man schon früh in der Kindheit lernt. Niemals dahin köpfen, wo der Gegenspieler ein Tor erzielen könnte. Das war jetzt in dieser Situation der Fall. Doch kurz vor Schluss machte Marvin Wanicek den Fauxpas seines Mitspielers noch wett. Durch den Ausgleich in der 90. Minute führte er seine Mannschaft zu einem leistungsgerechten Unentschieden, ein 2:2, mit dem dann am Ende auch beide gut leben werden können. Der KFC Uerdingen startete gegen Wien Wiesbaden gut in die Partie rein. Da war es zum einen Connor Krempitzky in der 9. Spielminute, der das 1:0 mit dem rechten Fuß fantastisch erzielen konnte. Wien Wiesbaden drohte, die Generalprobe vom Relegationsspiel in die Hose zu gehen, denn in der 12. Minute machte Krempitzky einen Doppelpack, fast eine Kopie des ersten Treffers. Diesmal ist er noch etwas dichter dran und noch etwas freier. Wieder keine Chance, aber für Kolke den zu parieren. Dann Maximilian Dittke noch mit dem Anschlusstreffer in der 39. Minute, das 2:1, ein wirklich sehenswertes Tor. Mehr passiert am Ende aber nicht. Wien Wiesbaden verliert also vor den beiden Relegationsspielen mit 2:1. Das Tor des Tages in Zwickau erzielte Rufat Dadaschow in der 17. Minute. Ein wirklich schönes Tor mit dem linken Fuß. Brinkis steht etwas zu weit vor seinem Kasten, kriegt dann diesen leicht angezwirbelten Ball nicht mehr über die Latte gelenkt. Und so endet diese Partie am Ende verdientermaßen mit 0:1. Der VfL Osnabrück startete so, wie sich das ein Spitzenreiter auch vorstellt. Benjamin Gürt mit dem 1:0 in der 2. Spielminute steht da am ersten Pfosten genau richtig, hält dann die Fußspitze rein zwischen Schwabel und Königshofer, schlägt der Ball im Netz ein. Stefan Schimmer konnte in der 61. dann wiederum ausgleichen, genau ins gleiche Eck wie schon das 1:0 von Osnabrück. Fiel ging dieser Ball auch hinein, keine Chance für Körperersatz. Kühn, Benjamin Gürt dann mit dem Doppelpack in der 73. Minute zum 2:1 für die Gastgeber, die sich hier gerne aus der 3. Liga mit einem Heimsieg verabschiedet hätten. Das kam aber nicht dazu, weil nur wenig später Lukas Hufnagel den Fehler von Blacher ausnutzen konnte und in der 77. zum 2:2 Endstand einhämmerte. Gut gemacht, schöner Dropkick, leistungsgerechtes Remis. Der bereits abgestiegene VfR Aalen machte keine gute Figur gegen den FC Hansa Rostock. So gingen sie in der 10. Minute durch. Stefan Wannenwetsch schon mit 0:1 in Rückstand und Bernhard im Tor der Aalener konnte einem wirklich leid tun, weil in der 14. Spielminute, also nur 4 Minuten später, Mirnes Pepic bereits das zweite Tor für die Kogge erzielen konnte. Es waren auch mehr Gästefans dabei als Heimfans in der Ostalp Arena. Stefan Wannenwetsch in der 52. Minute dann mit dem Doppelpack zum 0:3. Da war dann spätestens alles entschieden. Da steht er aber am zweiten Pfosten auch viel zu frei und Bernhard bekommt den Ball noch an die Stirn. Kann einem aber nur leid tun in dieser Szene. Und zum Abrunden dann noch Mirnes Pepic in der 57. Minute mit dem 0:4. Mehr musste dann der VfR nicht über sich ergehen lassen, aber das ist nochmal eine extrem heftige Klatsche, bevor es jetzt in die Regionalliga wieder runtergeht. Der erste FC Kaiserslautern spielt eine extrem durchwachsene Saison und so war es dann auch
wieder mal ein Rückstand in der 39. Minute durch Dennis Undav, der mit einem schönen linken Schuss ins linke Eck Lennart Grill keine Chance ließ. Christian Kühlwetter konnte es aber immerhin noch ausgleichen für die Roten Teufel in der 64. Spielminute. Mehr passierte dann nicht auf dem Betzenberg. Wirklich versöhnlich war dieser Abschluss jetzt nicht, aber da muss es in der nächsten Saison für die Roten Teufel deutlich besser werden. Ein Abstiegsendspiel und der Sieger würde klar nächstes Jahr in der dritten Liga spielen und sowas auch Eintracht Braunschweig, die hier besser reinging und durch Manuel Janzer schon relativ früh in der 13. Minute in Führung ging. Philipp Hofmann dann mit dem 2:0 in der 29. Minute, das verwaltete dann die Eintracht richtig gut. Cottbus fiel nach vorne nicht viel ein und musste sich dann darauf verlassen, dass die Konkurrenz patzen würde. Braunschweig ist mit diesem 2:0 sicher gerettet. Der FC Carl-Zeiss Jena ging in der 60. Minute mit 1:0 in Führung durch Sören Eismann und auch ihn würde ein Sieg reichen und da müssten sie dann auch nicht auf die Parallelplätze schauen. Schöner Treffer, dann aber gab es den Schock. Nur 5 Minuten später 11 Meter für die Gäste aus München. Wein mit dem Schuss wird danach noch abgeräumt, aber der Elfmeter wurde von Philipp Steinhardt verschossen gegen Koppens, der in der Mitte stehen geblieben war. Den Ausgleich gab es dann trotzdem in der 82. Minute. Sascha Melders mit dem 1:1 und dadurch die Rettung nicht aus eigener Kraft. Man musste parallel schauen, was macht Sonnhof Groß-Asbach bis in die 4. Minute der Nachspielzeit. Das durch Dennis Lamar erzielt werden konnte. Der Ball wird verlängert. Am zweiten Pfosten steht dann der Innenverteidiger relativ frei und macht das 2:1, rettet damit den FC Carl-Zeiss Jena. Und durch den Sieg von Carl-Zeiss Jena war klar, für Lotte würde es nicht zum Klassenerhalt reichen. Trotzdem spielten sie sehr positiv nach vorne, konnten auch durch Gerrit Wehkamp in Führung gehen und den Dreier mitnehmen gegen mittelmäßige Würzburger Kickers, aber es reicht eben am Ende nicht für die Lotta zum Klassenerhalt. Ja, und so entwickelte sich die Frage, wer würde denn jetzt noch absteigen neben Lotte, Fortuna Köln und Aalen? Groß-Asbach oder Energie Cottbus? Durch den Treffer hier von Fortuna Köln war es erstmal Groß-Asbach und dieses 1:1 von Makana Baku reichte auch noch nicht aus. Sie mussten also selber den Dreier mitnehmen, um sich selbstständig in der Klasse zu erhalten. Das war hier schon mal extrem wichtig und gab auch Selbstvertrauen. Dann das 1:2 durch Slatko Janic in der 63. Minute gab dann die Gewissheit für die Groß-Asbacher zum Klassenerhalt. Und das die Freude auf der einen Seite bedeutet Leid auf der anderen. Das sehen wir dann in der Tabelle. Damit würde nämlich Cottbus dann absteigen, aber die Tabelle habt ihr eventuell vorhin schon gesehen. Das ist jetzt hier eine andere Tabelle, nämlich die Tabelle auf der linken Seite, die aus den ganzen Prognosen entstehen würde. Also rechts einmal die Tabelle nach 37 Spieltagen, der 38. steht ja noch an, dementsprechend kann ich dazu eben gar nicht so viel sagen. Und ja, also ich glaube, das zeigt einmal, wie wenig man die dritte Liga wirklich gut einschätzen kann, beziehungsweise wie FIFA auch keine Ahnung hat, wie sie die dritte Liga einschätzen kann. Klar, Cottbus, Fortuna Köln, Jena, dass die unten mit dabei sind, ist ja auch klar. Aber beispielsweise der VfR Aalen steht hier im gesicherten Mittelfeld. Das ist natürlich in echt gar nicht der Fall. Oder Unterhaching sogar an der Tabellenspitze. Klar, die hatten zwischendurch gute Phasen drin. Aber ja, um 12 Plätze verschätzt. Die stehen nach 37 Spielen auf Platz 13. Ansonsten gibt es auch ein paar Punktlandungen jetzt bei Wien Wiesbaden, Preußen Münster, Groß-Asbach oder Fortuna Köln, aber man weiß ja auch nicht, ob das so bleibt. Der 38. Spieltag bleibt abzuwarten, aber ich habe das jetzt hier einmal mit reingepackt. Naja, ihr könnt euch das gerne im Detail nochmal anschauen. Ich denke, das ist relativ selbstredend. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei euch für die Aufmerksamkeit. Morgen kommt noch die zweite Liga. Ihr hört es vielleicht schon an meiner Stimme. Ich bin gerade ein bisschen, was Konferenzen angeht, nicht überlastet, aber meine Stimme muss sich da erstmal dran gewöhnen. Das war's jetzt mit der Konferenz, mit ja, diesen Spielen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Macht's gut und ciao.
Ach ja, und lasst ein Abo da und einen Daumen. Danke. Thank you.